In dieser Folge der Kreuzeraufgaben geht es um das Aufkommen auf geringsten Abstand sowie das Aufbleiben auf geringsten Abstand. Bisher hatten wir bei den Kreuzeraufgaben den Geschwindigkeitsvorteil auf unserer Seite. Nun stellt sich die Frage, welchen Kurs schlagen wir ein, wenn das Ziel schneller ist als wir? Wir nur eine begrenzte Waffenreichweite haben und der Anfangsabstand bereits größer als dieser ist. Können wir also einen Kurs berechnen, bei dem wir das Ziel noch in Reichweite bekommen und im zweiten Schritt einen Kurs, bei dem wir das Ziel möglichst lange noch in Reichweite behalten? Das Aufkommen auf geringsten Abstand lässt sich mit dieser Formel berechnen. Halt, stopp, bevor ihr abschaltet. Natürlich lasse ich euch mit dieser Formel nicht in der Luft hängen. Die Aufgabe wird wie immer grafisch gelöst und zum Schluss schauen wir uns dann nochmal die Formel an. Ich spare mir so einen Haufen Erklärungen und für euch ist es hoffentlich etwas verständlicher. So, kommen wir also zunächst zur grafischen Lösung. Wir befinden uns auf einem schweren Kreuzer, den wir der Einfachheit halber mit S bezeichnen. In rechtweisend 190 Grad, in einer Entfernung von 15 Seemeilen, haben wir einen leichten Kreuzer ausgemacht, den wir in unserer Zeichnung mit L bezeichnen. Er läuft augenblicklich mit einem Kurs von 90 Grad. Und wie es häufig in den Beispielen heißt, kann er seinen Kurs aufgrund einer Küstenlinie, die auf dieser Karte nicht zu sehen ist, nicht ändern. Seine Höchstgeschwindigkeit, die wir mit U bezeichnen, beträgt 20 Knoten. Unsere Höchstgeschwindigkeit V beträgt 14 Knoten. Zudem haben wir eine effektive Waffenreichweite von 10 Seemeilen. Um nun den Kurs und den geringsten Abstand zum Ziel zu ermitteln, müssen wir als erstes auf der Kurslinie von L seine Geschwindigkeit U abtragen. Am Ende von U setzen wir eine Markierung M. Diese ist der Mittelpunkt für einen Kreis mit dem Radius V. Von L aus zeichnen wir nun eine Tangente an den Kreis. Benutzen wir zum Zeichnen der Tangente ein Kursdreieck, können wir bereits jetzt unseren Kurs ermitteln. Zum abgelesenen Kurs müssen wir lediglich 90 Grad addieren und kommen so auf einen Kurs für S von 135 Grad. Ansonsten zeichnet man zwischen der Tangente und M einen rechten Winkel ein. Das ist dann die Kurslinie. Überträgt man die Kurslinie auf S, so erhält man zwischen der Kurslinie und der Tangente einen Schnittpunkt A. Die Strecke von S nach A entspricht nun dem geringsten Abstand XL. Die Strecke von A nach L1 entspricht der Entfernung, die S zurücklegt bis zum Erreichen des geringsten Abstands. Bringen wir nun die Distanzen auf der Kurslinie in das richtige Verhältnis, so erhalten wir mit S1 die Position von S, wenn dieser den kürzesten Abstand zu L erreicht hat. Ausgemessen ergibt das für die Strecke XL eine Entfernung von 8,6 Seemeilen. Gleichzeitig können wir die Zeit, die S bis S1 braucht,
ermitteln. Diese beträgt 51 Minuten. Wir haben also unsere effektive Waffenreichweite unterschritten und können eine gewisse Zeit das Ziel bekämpfen. Wie lang diese Zeit ist, behandeln wir dann in der zweiten Aufgabe. Zunächst kommen wir nochmal zurück zur Formel, denn nun können wir damit unsere Zeichnung überprüfen. Um die einzelnen Berechnungen aufzuschlüsseln, schauen wir uns einfach das vorher gezeichnete Kursdreieck an. Unsere Ausgangswerte sind die Entfernung zwischen beiden Schiffen mit x0 bezeichnet, sowie dem Zielwinkel zwischen Peilung und Zielkurs. Außerdem sind uns die beiden Geschwindigkeiten v und u bekannt. Wir müssen nun einfach den Schneidungswinkel beider Kurslinien berechnen. Wenn man beide Geschwindigkeiten v und u teilt, erhält man einfach den Kosinus des Schneidungswinkels. Als Ergebnis erhält man dann 46 Grad. Alle Winkel, die wir jetzt berechnen, sind Peilungswinkel innerhalb des Kursdreieckes. Diese müssen wir dann noch in richtweisende Winkel umrechnen. So kann man bereits jetzt den Kurs von S berechnen. Dieser beträgt 136 Grad. Das macht gegenüber der Zeichnung eine Abweichung von einem Grad. Den dritten Winkel im Dreieck zu berechnen ist nun ganz einfach. Wir haben ja mal gelernt, dass die Summe aller Winkel im Dreieck 180 Grad ist. So kann der Kurswinkel nur 54 Grad betragen. Den geringsten Abstand berechnen wir, indem wir die Strecke x0 mit dem Kosinus des Kurswinkels multiplizieren. Gerundet macht das 8,7 Seemeilen. Gezeichnet hatten wir 8,6 und ein paar zerquetschte Seemeilen. Zum Schluss müssen wir noch die Zeit berechnen, die S bis zum Erreichen des geringsten Abstandes braucht. Die Formel erklärt sich fast von selbst. Als Ergebnis erhalten wir 51 Minuten. Exakt das gleiche Ergebnis wie bei der graphischen Lösung. Bei der zweiten Aufgabe, dem Aufbleiben auf geringsten Abstand, setzen wir einfach das Beispiel aus der ersten Aufgabe fort. Der Abstand zwischen S und L beträgt 8,6 Seemeilen. Und die Peilung entspricht dem letzten Kurs 135 Grad. Die Geschwindigkeiten haben sich auch nicht geändert. L läuft immer noch mit 20 Knoten und die Höchstgeschwindigkeit von S beträgt 14 Knoten. Wichtig für die weitere Kursbestimmung ist auch die effektive Reichweite, die wir mit E bezeichnen und in diesem Beispiel 10 Seemeilen beträgt. Gemeint ist damit die effektive Einsatzreichweite unserer Waffen. In einem anderen Beispiel könnte es sich auch um die maximale Sichtweite handeln. Als erstes zeichnen wir von S aus eine parallele Kurslinie zu L, die wir mit H bezeichnen. Auf der Kurslinie von L wird die Strecke U aufgetragen, an deren Ende eine Markierung L1 gesetzt wird. Auf der Hilfslinie wird einmal von S aus die Strecke E eingezeichnet mit dem Endpunkt A und von A aus die Strecke V mit dem Endpunkt B. Genau in der Mitte zwischen der Kurslinie von L und der Hilfslinie H zeichnen wir uns eine Mittellinie, die wir mit M bezeichnen.
Jetzt zeichnet man eine Verbindungslinie von L über A hinaus sowie von L1 über B hinaus. Der Schnittpunkt beider Linien wird mit C bezeichnet. Im nächsten Schritt wird zwischen S, C und der Mittellinie M ein rechter Winkel eingespannt. Um die Konstruktion zu überprüfen, kann man jetzt zwischen S und C eine Linie zeichnen, von deren Mitte aus ein Kreis mit dem Durchmesser SC eingezeichnet wird. Liegt jetzt der rechte Winkel auf dem Schnittpunkt von Kreis und Linie M, haben wir die Zeichnung bis hierhin richtig durchgeführt. Für die Bestimmung des Kurses ist der Kreis aber nicht erforderlich. Dafür wird jetzt die Linie C in Richtung M bis zur Kurslinie L verlängert. Am Schnittpunkt mit der Kurslinie L setzen wir die Markierung K. Tatsächlich ist jetzt die Strecke von S nach K der von uns gesuchte Kurs, auf dem wir am längsten auf geringsten Abstand aufbleiben können. Somit beträgt der Kurs 112 Grad, die Strecke, die L zurücklegt, beträgt 9 Seemeilen und die Zeit, in der wir das Ziel bekämpfen können, beträgt 27 Minuten. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und bedanke mich bei allen, die bis zum Schluss durchgehalten haben, für ihre Aufmerksamkeit.